Gebrauchtes Wohnmobil oder neues Wohnmobil? Was lohnt sich wirklich? Das wollen wir heute vergleichen und um das geht's heute. Mein Name ist Marcel Klein vom Pössl Center in Metzingen. Aufgrund der großen Nachfrage nach Gebrauchtfahrzeugen sind wir einfach jetzt zusammengekommen und haben gesagt, hey, was machen wir? Vielleicht müssen wir das einfach ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Lohnt sich es, ein gebrauchtes Wohnmobil zu kaufen? Und genau das wollen wir heute erläutern. Was ist denn die Ausgangssituation von meisten Kunden, die zu uns auf den Hof kommen? Die Ausgangssituation ist die, dass sie vom normalen Gebrauchtfahrzeug ausgehen und das, wie wir ja schon öfters gesehen haben, auch im Internet, wird das im Prinzip nach 2-3 Jahren, hat es am meisten Wertverlust. Und das ist genau der Punkt, das ist beim Reismobil nämlich nicht der Fall. Beim Reismobil verhält sich das gerade andersrum. Jetzt in letzter Zeit sowieso durch die enorme Preissteigerung bei den Fahrzeugen haben wir das nämlich nicht. Und da wollen wir heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wie verhält sich das beim Fahrzeug? Wie verhält sich das beim Reisemobil bei uns im Pössl Center in Metzingen? Wir haben uns den Gebrauchtwagenmarkt mal auf Mobile angeschaut und haben einfach mal so ein Tuwin S im Vergleich zum Neuwagen hergeholt. Und da sind wir auf folgenden Schluss gekommen. Wir haben die Fahrzeuge 2 Jahre alt, teilweise mit 50 bzw. 30.000 Kilometer Laufleistung drauf und die werden gehandelt, sagen wir mal so zwischen 58.000, 57.000 Euro, je nachdem, wo sie herkommen, erste Hand oder aus der Vermietung. Und da ist jetzt die große Frage, lohnt sich das jetzt wirklich, wenn man den Neuwagen anschaut, wo man gerade mal irgendwo vielleicht schon bei 63.000, 64.000 Euro liegen und das Gebrauchtfahrzeug, das ja damals durch den Aufpreis vielleicht nur 57.000, 58.000 kostet hat, jetzt zu einem Mehrpreis verkauft wird, bin ich dazu bereit, das Fahrzeug, das damals das Geld gekostet hat, wieder zum gleichen Preis zu kaufen? Oder investiere ich in ein neues Fahrzeug, wo ich das in 2 Jahren vielleicht dann auch wieder genauso machen kann? Und das ist jetzt die große Frage, wo seid ihr bereit dazu zu investieren? Und wenn wir uns die Autos mal aus der Vermietung näher anschauen, sind es nämlich Fahrzeuge, die entweder gewerblich 2 Jahre in der Vermietung dann liefen oft und natürlich auch dementsprechende Gebrauchsspuren haben, Kilometer von 40.000 sind oft auf dem Tachometer drauf. Und ich weiß nicht, wer hat den Motor gefahren, ist er eingefahren worden oder wurde er dementsprechend einfach schon kalt geplagt? Wer hat auf der Matratze gelegen? Wie viele Leute waren auf der Toilette? Das sind lauter Punkte, die ich natürlich in so einem Fahrzeugkauf abwägen muss. Bringt es für mich oder sage ich, nee, da ist der Preisunterschied viel zu gering, dass das irgendwo von Relevanz ist. Das nächste ist dann, wir haben natürlich auch viele Kunden draußen, die machen eine Privatvermietung über eine bekannte große Internetplattform. Die müssen sich nachher gar nicht rechtfertigen, die können das Auto als letztendlich erste Hand verkaufen. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, was mache ich da? Lohnt sich das? Und da habe ich jetzt im Vergleich einfach mal ein Neufahrzeug, das ich jetzt hier schon durch eine Stornierung von vielleicht anderen Kunden für sofort da hätte, wo dann irgendwo im Preisbereich von 63.000 Euro schon liegen kann. Und da ist die Gewinnspanne so gering unterschiedlich, dass es gar nicht lohnt, ein gebrauchtes Fahrzeug sich dann anzuschaffen. Der nächste Punkt ist natürlich die Garantie. Beim Neuwagen habe ich immer 2 Jahre Garantie. Ich habe neue Reifen, ich habe neue Bremsen drauf. Ich habe keinen Service, den ich machen muss. Nach 2 Jahren kommt in der Regel immer ein Service, das ist ein Ölwechsel und ein Werkstattservice, den ich machen muss. Das fällt beim Neuwagen natürlich weg. Das muss ich natürlich, wenn ich einen Gebrauchtwagen habe, einfach berücksichtigen, dass die Garantie nach 2 Jahren endet und somit natürlich ein Kostenblock auf mich zukommt, den ich beim Neufahrzeug so einfach nicht habe. Dann haben wir noch einen ganz wichtigen Punkt mit der Individualisierung vom Fahrzeug. Das heißt, wenn ich ein Neufahrzeug bestelle, kann ich das natürlich auf meine Wünsche konfigurieren, was die Holzart anbelangt, die Holzfarbe, die Polsterwahl, was hätte ich gern für ein Bad. Das kann ich alles selber bestimmen und das ist natürlich auch noch ein entscheidender Vorteil, dass das beim Gebrauchtfahrzeug, das dann irgendwo eine Dachklimaanlage hat, einen Wechselrichter drin hat, gerade teure Komponenten, die dann oft auch gleich mal 2.500 Euro oder mehr kosten, schon drin sind und ich dann nicht mehr abwählen kann. Daher muss man sich das daher auch ganz genau überlegen. Unabhängig vom momentanen Boom und der Preissteigerung der Fahrzeuge in den letzten Jahren hat Pössl einen sehr, sehr, sehr hohen Wiederverkaufswert im Gebrauchtwagensektor. Das heißt, wenn man mal anschaut, dass man ein Fahrzeug hat, das 10 Jahre alt ist, bekomme ich als Kunde, der bereits ein Pössl hat, ein sehr gutes Angebot im Gebrauchtwagenmarkt wieder zurück. Und dazu will ich euch animieren, wenn ihr so ein Fahrzeug euch neu holt, habt ihr eigentlich
nie einen Wertverlust an so einem Fahrzeug, nie einen nennenswerten Wertverlust, wenn man das in Betracht zieht, wie lange man so ein Fahrzeug fährt. Und aus der Praxis habe ich natürlich wahnsinnig viele Kunden, die vor 10 Jahren ein Auto bei mir gekauft haben und das gleiche Fahrzeug jetzt wieder um den gleichen Preis darstellen können im Internet. Und das ist natürlich schon der Wahnsinn, wie preisstabil diese Puzzle sind. Mein Fazit, wenn man die Fahrzeuge vergleicht im Gebrauchtwagen- und Neuwagenbereich: Das Fahrzeug, was nachher gebraucht ist, bekomme ich sofort. Und den habe ich dann in 2 Wochen nach der Bestellung schon bei mir daheim stehen. Das ist natürlich ein bisschen der Nachteil bei einer Neubestellung, die braucht länger. Aber wir haben natürlich auch Fahrzeuge da, die nahezu irgendwo noch auf dem Hof stehen oder in naher Zukunft kommen, wo man noch frei konfigurieren kann. Und das ist auch das Schöne wiederum, es überwiegt einfach die Möglichkeit, das Fahrzeug frei zu gestalten, was die Polster, die Holzwahl anbelangt. Ich muss nicht sofort zum Kundendienst, ich habe Garantie drauf. Und das ist das, was eigentlich den großen Unterschied dann ausmacht. Und bei gerade mal 10%, was das Auto in der Regel mehr kostet, liegt man, glaube ich, dadurch ganz gut im Rennen, wenn man sich dann ein neues Fahrzeug anschafft. Wenn ihr da Fragen dazu habt, kommt gerne auf uns zu. Wir haben Fahrzeuge auf dem Hof, wir haben Fahrzeuge im nahen Zulauf. Wir beraten euch gerne, kommt einfach vorbei nach Metzingen oder kontaktiert uns auf der Homepage. Da sind ja alle Telefonnummern hinterlegt und dann können wir euch da gerne weiterhelfen. Bis bald, euer Marcel.